Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Pass auf, was du tust. Ich bin immer vorsichtig, also aufpassen ist ja kein Ding für mich. Ja, es geht weiter mit Fallout 4. Jetzt von von meiner Familie zu Hause aus. Denn es ist Weihnachtszeit und in der Zeit bin ich bei meiner Familie und habe meinen ganzen PC mitgenommen, was ziemlich stressig war. Einige unserer Bewohner sind weniger begeistert über Besucher von draußen, aber beachte bitte, dass sie nicht für uns alle sprechen. Wenn du was brauchst, geh zu Alexis. Ich habe keine Ahnung von ihrem System. Ja, ich auch nicht. Ja, Besucher sind hier nur bei manchen willkommen. Guck mal, Kinder, eine Klasse. Boah, ein echter lebender Mensch aus dem Commonwealth. Du bist ja lustig angezogen. Hä? Eines Tages schaue ich mir mal das Commonwealth an, wenn meine Oma es mir erlaubt. Nein, wird sie nicht. So, wer bist du? Hallo. Entschuldigung, hast du meinen Kater gesehen? Ash ist verschwunden? Weiß ich nicht. Ja, sollten wir ihr die Wahrheit sagen? Besser nicht. Nein, ich habe deinen Kater nicht gesehen. Würdest du nach ihm suchen? Er heißt Ashes. Wahrscheinlich hat er Angst und ist einsam. Wohin ist er denn gegangen? Was meinst du? Nicht weit. Er wird Angst haben. Wenn es in der Nähe ein Versteck gibt, findest du ihn. Okay. Ich suche nach ihm. Danke. Er heißt Ashes und ist ein süßer grauer Kater. Ja, kitty. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Werde ich machen. Und du, Austin, mit dir haben wir schon geredet. Mit dir will keiner mehr reden. Entschuldigung. Du kommst von Haus, hallo, Katie. Du hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Klar. Der Überlebenskampf ist kein Spiel, gute Frau. Oh, tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich verdrück mich andauernd. Ich hatte einfach nur gehofft, dass du bereit wärst, zu meiner Klasse zu sprechen. Okay. Ein paar Geschichten könnte ich Ihnen wohl erzählen. Ich passe schon auf, dass sie dir nicht zu viel Zeit rauben. Jetzt wünschst du dir sicher, dass du dich für die Führung entschieden hättest. So. I have to tell you a story. Hey, Katie. Möchtest du den Schülern jetzt eine deiner Geschichten erzählen? Ja, wollte ich. Ja, würde ich gern. Wunderbar. Die Kinder sind so aufgeregt. Kinder, hört bitte zu. Wir haben heute einen Gast, der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt. Hast du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft? Nee, wir wollen nicht lügen. Wir sagen das Vierte. Einer der Minutemen hat mir geholfen, einen zu erledigen. Wir haben auch alleine einen erledigt, ja? Todeskrallen sind sehr gefährlich. Es war ein harter Kampf. Wie hast du sie erledigt? Oh. Ey, wir haben auch alleine einen bekämpft. Nein, drittens ist wieder gelogen. Hat mich übel zugerichtet, das stimmt ja nicht wirklich. War's das? Kann ich... Nein! Gruppe Raider hatte meinen Freund Preston in die Enge getrieben. Aber du hast ihn gerettet, oder? Ja, sicher. Preston hatte mir gezeigt, wo ich eine Powerrüstung zum Reparieren finden konnte. Powerrüstung? Wow! Ja, die war schon geil. Ich war nicht darauf vorbereitet, als die Todeskralle rausgekrochen kam. Gott sei Dank hatte ich die Powerrüstung. Das klingt gruselig. Ach. Hast du schon mal eine Todeskralle gesehen? Nein. Miss Katie sagt, das sind große Echsen mit riesigen Krallen. Bitte nicht aufhören. Ich höre nicht auf. Viertens stimmt nicht. Drittens stimmt nicht. Zweitens stimmt schon eher. Preston und ich haben geschossen, bis das Vieh tot war. Da waren bestimmt viele Kugeln notwendig. Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Danke. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Hier. Nahkampf. Schaden verursacht mehr Angriff. Mehr Schaden. Toll. Super. Ja. Danke, Katie. Bitte bring ihn gesund zurück. Ich kann Mach es ich. Kaum erwarten, endlich nicht mehr in die Schule zu müssen. Tja, mein Freund, das habe ich auch immer gedacht. Und jetzt muss ich arbeiten gehen. Gut. Aber naja, wenn man eine Arbeit hat, ist das nicht mehr so schlimm. Weil dann man hat halt sein Abi oder was man auch immer macht in der Hand. Und dann
Das gäbe ich nicht. Kann man damit was suchen? Da hat man mehrere Möglichkeiten. Aber wenn du deinen Schulabschluss verkackst, dann müsstest du ihn nochmal machen und nochmal und nochmal. Willkommen, willkommen. Ich hoffe, das wird nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Wir kennen uns noch nicht. Medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Klar. tja, wohl eher nicht. Warum brauchst du medizinische Proben? Die sind für meine Forschung. Die Bewohner von Vault 81 sind seit Generationen genetisch vom Commonwealth isoliert. Ich versuche, die genetischen Unterschiede zwischen den Gruppen zu bestimmen. Ah ja, na klar, kannst du haben. Klar, du kannst etwas Blut haben. Ausgezeichnet. Setz dich einfach, dann nehme ich dir Blut ab. Ach so, übrigens, wundert euch nicht, wenn ich hier eventuell etwas... Setz dich hier hin. Quietsche, aber ich habe hier halt nur einen alten Stuhl und der ist nicht mehr so pralle. Aber ich gebe mir Mühe, mich nicht zu viel zu bewegen. Aua! Aua! Ich will sterben! Das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Was? Haben Sie ein Pflaster für mich? Oh ja. Dr. Forsyth? Als Arzt von Vault 81 erwarte ich ein gewisses Maß an Respekt. Okay. Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. I'm a Wanderer. Ich unterstütze Dr. Forsyth bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Sehe ich so aus? Hey! Hallo? Hast du hier im Vault viele Patienten? Nein, die Leute in diesem Vault sind bei erstaunlich guter Gesundheit. Wenn das dann alles wäre, hier wartet Arbeit auf mich. Geh ich halt, ist mir auch wurscht. Komm, Doc, wir gehen, die sind hier unhöflich. Das muss ich mir nicht geben. Was haben wir hier? Die Vault ist verdammt groß, ey. Oh, da läuft wieder Musik. Ey, die letzte Folge muss ich auch schon wieder bearbeiten, damit da nicht... Ich muss eigentlich... Oh, so. Bearbeiten, damit die Musik da raus ist. Warum mache ich das Radio? Achso, da war ja was. Ich habe ja das Klassik-Dings eine Weile gehört. Ey. Warum? Wurde das überhaupt leiser? Das bringt nichts, oder? Das ist doch gemein. Warum bringt das nichts? Jetzt muss ich hier die ganze Zeit wieder drüber quatschen, bis ich das blöde Radio gefunden habe. Also höre ich lieber nicht auf. Ich erzähle euch noch ein bisschen was über diesen blöden Stuhl, der einfach die ganze Zeit nur am Quietschen ist, wenn ich mich bewege. Ich könnte einfach mit dem Stuhl quietschen, dann würde man die Musik auch nicht hören. Wo ist das Ding? Ja, du bist crazy. Hör auf, darüber zu singen, wie crazy du bist. Ist ja nicht auf Klo. Verdammter Mist, wo ist das dumme Radio? Hallo, hier ist hier ein Radio. Nein, hier ist auch kein Radio, oder? Doch, hier irgendwo in der Nähe. Ich höre es doch ganz genau. Es ist hinter der Wand. Mach die Tür auf. Ich muss das Radio finden und ausmachen. Sehr gut. Das haben wir erledigt. Ich habe gehört, dass heute ein Händler vorbeigeschaut hat. Reaktor. Na, Hallöchen. Wow, das Ding sieht ja mal krass aus. Oh. Bitte richten Sie sämtliche Wartungsanfragen an Mr. DeLuc. Sie werden in chronologischer Reihenfolge bearbeitet. Das sieht ganz schön mitgenommen aus, ey. Du bist also programmiert, Vault-Wartungsarbeiten durchzuführen. Scharfsinnig beobachtet. Ja, ich weiß. Ich unterstütze Mr. DeLuc bei der Wartung des Reaktors. Ich kümmere mich um das Herz des Vaults. Er zieht es vor, mich zu beaufsichtigen und mir das Privileg zu überlassen, die Arbeit auszuführen. Klingt für mich nach einem typischen Chef. Es erleichtert mich, dass Sie das sagen. Verglichen mit seinem Vorgänger hat Mr. DeLuc sehr wenig Wissen über Mechanik. Ich dachte schon fast, dass er unqualifiziert. Aber wenn es ums Delegieren geht, ist er erste Klasse. Ja, dann werden wir mal mit ihm reden. Hey,
Besucher von draußen. Wenn dich mein nichtsnutziger Bruder nach Jet fragt, sag ihm, er soll Leine ziehen. Mach ich. Wer ist denn dein Bruder? Sein Name ist Bobby. Und er ist mein armseliger Zwillingsbruder. Also kannst du dir vielleicht vorstellen, wie er aussieht. Weißt du, er ist ein Junkie und wird unvorsichtig. Wenn er erwischt wird, bekommen wir beide Ärger. Und so sehr ich dieses Büchsenparadies auch verlassen möchte, so will ich nicht gehen. Was wird denn dann? Du solltest mit ihm reden. Sag ihm, dass er Scheiße baut. Das habe ich schon. Ist nur alles nicht so einfach, wie es klingt. Ich gebe ja zu, dass ich auch schuld daran bin. Bobby bekommt seine Cams von mir und ich halte ihn an der kurzen Leine. Aber jetzt reicht's. Von mir bekommt der faule Sack nichts mehr. Gut, das ist der erste Schritt, um deinem Bruder zu helfen. Das hätte ich schon lange tun sollen. Aber hier ist alles nicht so einfach. Hey, unser Besuch von draußen. Na, verlaufen? Hier unten wird nicht gehandelt. Ich habe mich nicht verlaufen. Oh, gut. Dann willkommen im Generatorraum. Oh, und hey, falls du Jet dabei hast, würde ich es dir abkaufen. Für 75 Kronkorken? Nein. Für wen ist das? Für dich? Nur für mich. Keine Sorge, ich verkaufe das Zeug nicht. Dafür ist meine Schwester zuständig. Die verkauft das Zeug? Ich bin kein Dealer. Ich verkaufe keine Drogen. Hey, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Und wenn du unser kleines Gespräch für dich behalten könntest, wäre ich dir dankbar. Aber sag's Tina nicht. Die macht mich sonst nur zur Schnecke. Ich sag es Tina. Tina. Tina? Ich hab das Arbeiten satt. Und ich hab den Vault hier satt. Reparier dies, reparier das. Hey, Bobby. Tina hat keine Ahnung, wovon sie redet. Ich pass schon auf. Mich erwischt keiner dabei, wenn ich das Zeug nehme. So. Können wir leider auch nicht mehr machen. Hätte gerne mit ihm darüber geredet und ihm das Drogenproblem abgenommen. Irgendwie. Aber naja. Ei, das wird nichts. Alter Terminal des Aufsehers. Schwierigkeit Meister können wir nicht knacken. Ja, wir müssten ja hier beide alles unten gesehen haben. Denke ich mal. Das ist auch echt riesig, das Ding. Das ist doch hier der komische Kleine. Ja, Austin, der. Der Halodri. Du solltest mal bei Horatio vorbeischauen. Mal hier bitte. Hab ich schon. Red trifft man wohl nur selten auf Friseure. Keine faulen Tricks. Aber was denken die immer von mir? Wie komme ich hier eigentlich auch wieder raus? Netter Pitboy. Geh zu Alexis, wenn er mal zicken macht. Ich muss schon sagen, es hat seine Vorteile mit der besten. Achso, doch. Ich wollte schon sagen, vielleicht habe ich mich doch verlaufen. Nochmal. Da muss wahrscheinlich der ganze Leitungskanal ausgetauscht werden. Krasses Bild, wie die da oben steht. Und alles beaufsichtigt als Aufseher. Aber wie kommt die da hoch? Oh, was hier? Weiß das Zeug denn nicht, dass Arbeit wartet? Ich will keinen Ärger in 81. Von mir noch nicht. Hast du eigentlich noch was zu sagen? Wenn du es getan hast, solltest du mal im Klassenzimmer vorbeischauen. Katie wäre begeistert, wenn du zu ihren Schülern sprechen würdest. Hab ich schon. Entschuldigung, Aufseher McNamara. Warst du schon im Sanitätszentrum bei Dr. Fossil? Ja. Er hat mir gesagt, dass er dich zu gern kennenlernen würde. Da war ich doch schon überall. Ey, er hat ja krasses Zimmer oben. Die anderen leben im Dreck. Nein, du auch nicht wirklich. Na gut, dann werden wir die Vault hier erstmal verlassen. Hybridisierung. Da muss ein Fehler in der Hybridisierung sein. So, fahren wir hier hoch. Tschüss, Doc. So, was haben wir eigentlich noch so für Aufträge? Daten. Hier. Okay, hier, Kitty Kitty. Das können wir mal machen, glaube ich. Diamond City. Bald, Freunde. Bald. Wir sind Level 19. Wir haben 20 Stunden später und ich war noch nicht mal in Diamond City. Ich schätze, das wird ein langes Let's Play. Hallöchen. Pass auf dich auf, Besuch von draußen. Mach ich. Nicht Besucher von drin. Ich war schon beim Arzt. Ich muss Katzen suchen gehen.
Cutler hat Vault verlassen. Khajiit, like to Sneaker. Versteht ihr, weil die aus The Elder Scrolls, Khajiit und naja, lassen wir das. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Hunger habe? Nein? Dann sage ich das jetzt, ich habe Hunger. Was hat, ist es ein Jetpack? Ja, ne? Wollte gerade fragen, was hat der auf dem Kopf? Ah, der fliegt, guck mal, hui. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin irgendwie nicht so häufig mit der Powerrüstung unterwegs. Weil, es ist eine Powerrüstung, ja, aber die geht irgendwie auch mega schnell kaputt. Und noch brauchten wir auch keine. Also war ja noch nicht wirklich, wo wir gesagt haben, Mensch, du. Das war schwierig. Da brauchen wir die Powerrüstung, ansonsten schaffen wir das nicht. Das hatte ich so noch nicht. Manchmal habe ich vielleicht gesagt, ja, mit Powerrüstung wäre das einfacher, aber geschafft haben wir es bisher trotzdem immer. Steht da jemand? Nö. Ihh, Leichen. Na, Hallöchen. Habt ihr Zeug für mich? Gunner. Kind des Atoms. Au! Ich brenne. Ups, daneben. Es war schön und gut, dass der Hund festhält, aber damit wackelt der mir zu sehr. Habe ich meinen Hund getroffen? Ich glaube ja, ne? Oh, ich habe meinem Hund sogar einen Kopfschuss gegeben. Upsi. Stirb doch jetzt! Guck mal, der heilt sich! LOL! Ich treffe nichts! Na komm, guck noch mal. Spacken der. Hey. Nee, ich will nicht mit dem Hund reden. Kampfrüstung. Sieht schon cool aus. Lasergewehr feurig. Aha. Ich muss jetzt aber mal gucken, was uns unsere Kleidung hier eigentlich bringt. 45. Zeigt sich an, wie was? 18, 18, 18, 18. Da kommt nichts ran, was wir bisher finden könnten. Glaube ich. Mit 18. Das hat 9. Das hat gerade mal 15, ey. Das ist doch lächerlich. Und da muss ich echt mal was finden, was dann anders aussieht, weil so abgeranzt muss das nur auch nicht sein. Gamma-Kanone. Ah, was ist das, ey? 112 Schaden. Oh ja, ist auch mega genau. Sehe schon, wie man damit zielen kann. Hier ist schon wieder so viel zum Erkunden, ey. Was ist denn das da? Wir gehen erstmal hier in die Stadt rein. Da großes Gebäude, interessant. Da ist irgendwas. Was zur Hölle? Gut, gegen die Viecher ist das nur wahrscheinlich nicht so krass cool, weil die sind ja schon radioaktiv verstrahlt. Aber gegen Menschen stelle ich mir das irgendwie cool vor. Was geht da ab? Wow, was ist... Ist das wieder so eine Gamma-Kanone? Aua. Königin sein möglich, Königin sein möglich. Jetzt bin ich genau drunter. Nö, ich wollte doch da rein. Ich hab mich verlaufen. Oh, hallo? Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Okay, hier haben wir schon mal ein paar Leichen.
Aber wie kommen wir da rein? Fragen über Fragen. Hier hinten lang? Wir werden sehen. Auf welch? Ach ja, die 2 ist das Gewehr. Müsste bei dem Gewehr noch irgendwas machen können, damit er schneller schießt. Geradzugverschluss zum Beispiel. Wäre einfacher. Da hinten haben wir was. Aber das ist doch nur die Diamond City Sicherheit, oder? Was? Ja. Ja, Level up. Ich hab's verstanden. Hier waren wir ja auch schon mal, hä? Da verstehe ich das nicht. Ich habe das Gefühl, wir dürfen da einfach noch nicht rein. Oh. Doch, hier waren wir schon mal. Ach, egal. Ja gut, das sieht wohl so aus, als würden wir in der nächsten Folge doch nach Diamond City gehen, was? Ja, endlich mal. Obwohl... Oder wir suchen die Katze. Werden wir sehen. Also bis dahin, ich wünsche euch was. Tschüdelü. Tschüssi du. Keine Ahnung. Ciao.